Ja, hallo und herzlich willkommen zurück mit Assassin's Creed. Ja, wir sind zwar schon durch mit der Hauptstory, aber es gibt nur so viel zu tun in Ägypten. Ja, und erstmal muss ich mich bedanken bei Marco mit seinem kongenialen Pass quasi. Genau als der Countdown ausläuft, kommt der Horst. Vielen Dank dafür. Ja, Oktober 27. Das dauert noch ein bisschen. Ja, war natürlich der letzte Oktober damit gemeint. Ja, ich starte schon mal parallel das Spiel. Wir haben, ja, wie gesagt, jede Menge noch zu tun. Die Hauptstory, ja, warum machen die nicht mehr draus? Warum nicht? Ich meine, man hätte so viel draus machen können, irgendwie gerade durch die Entstehung der Assassinen. Ja, war so eine leicht aufgesetzt wirkende Story, fand ich zumindest. Irgendwie, es ging zwar um die Rache und so weiter, war ja auch alles ein bisschen traurig, aber ja, irgendwie so zum Schluss haben sie ja nochmal gedacht, ach ja, wir müssen nochmal erklären, wie die Assassinen erfunden wurden. Ja, und dass sich die beiden dann auch getrennt haben, genau als sie eigentlich ihre Rache vollübt haben. Naja, gut. Aber der Star ist sowieso die Spielewelt und darin tauchen wir jetzt auch mal wieder ein. So, damit sind wir wieder in Assassin's Creed. Ist tatsächlich kein neues Headset. Was ist das für ein Headset? Nein, kein neues Headset. Sind immer noch meine Biodynamics Kopfhörer. Beim Mikro hat sich jetzt ein bisschen was geändert. Da ist jetzt ein neuer Popschutz drauf. Den habe ich mir jetzt noch neu drauf gemacht. Aber ansonsten ist alles noch beim Alten. So, wir wollen spielen, genau. Wir sind Level 37. Ich dachte sogar, wir wären schon 38. Das heißt, vom Level her müssen wir auch nicht weiter steigen. Nicht großartig. Ist natürlich die Frage, wie man nachher die letzten Kämpfe da gegen Kriegselefanten und so weiter gewinnen kann. Oder muss. Und wir haben uns selber ausgesperrt. Sehr gut. Ja, also hier sind wir dann beim letzten Mal gespawnt, nachdem die Hauptstory vorbei war. Jetzt könnte ich natürlich erstmal die Daily Quest machen. Da, ja gut, ich habe noch ein bisschen was im Questlog auch noch vorrätig. Also da kann ich mich noch fröhlich ausruhen. Ich kann ja auch die ganzen Kopfgeldjäger kann ich töten. Ich kann, wie gesagt, das mit den Kriegselefanten kann ich machen. Ich kann die Streitwagenrennen kann ich noch machen in der Arena. Arena kämpfen ohnehin noch. Also das gibt so viel noch zu tun, was man machen kann. Man kann hier wahrscheinlich nochmal die doppelte Spielzeit reinstecken. Und wenn man zu 100% durch sein möchte, noch viel, viel mehr. Naja, gut. Flauschi-Ohren, oh, ist das süß. Boah, wie schnell er die Kamera umgebaut hat. It's magic, it's absolutely magic, it's unbelievable. Es geht so schnell hier, zack, und dann zack, habe ich schon wieder rübergebaut und bin dann schon wieder hier in dem Bild. Das ist der absolute Hammer. So, gut, ich wollte dann jetzt einmal auf die Karte gucken. Weltkarte nicht verfügbar, sehr gut. Genau, was brauchen wir, wozu brauchen wir auch eine Weltkarte? Und dann mache ich jetzt erstmal meine Daily Quest. Gucken wir erstmal was. Ja, unseren Wookie rufen wir erstmal. Nee, doch ein Wookie wäre das, ne? Ewoks sind die Kleinen und Wookies war der Chewbacca. Hört sich genauso an. Na gut. Ich liebe diesen Nick, Raub-PPOE. Das ist... Ach, ich kann es nicht oft genug sagen. Das ist an Kreativität nicht zu überbieten. So, dann einmal bei Rade anhalten. Und mal gucken, was er heute von. Wahrscheinlich ist das wieder so eine Mission, hol das und komm wieder zurück. Bajek von Siva, was hast du jetzt wieder erlebt? Das frage ich mich auch. Letztens kämpfte ich gegen eine Riesenschlange, groß wie die Pyramiden, mit bloßen Händen. Wirklich? Unmöglich! Wo bist du dieser Bestie begegnet? Das ist nur eine Geschichte. Oder ein Traum. Fällt mir schwer, das zu unterscheiden. Siehst du, mein Senny? Eine Geschichte zu erzählen ist immer besser als die Wahrheit. Weißt du, auf meinen Reisen habe ich Geschichten über dich gehört. Du solltest stolz sein auf deine Taten. Die Götter sind immer mit dir. Ich liebe jeden, den ich treffe. Verwandte, Ausgestoßene, verlorene Götter und Göttinnen. Wüstenratten, Rüpel. Und ich beweine den Tag, an dem ich sie nicht mehr beschützen kann. Ich wollte immer nur Gutes. Aber am Ende wird wohl die Finsternis gewinnen. Deine Reise auf Erden sollte dich nicht grämen.
Deine Freude im Herzen begleitet dich immer. Dein Platz im Gefilde der Binsen wird prächtig sein, Reda. Aber bis dahin musst du gut vorbereitet sein. Womit kann ich dir heute dienen? Die beiden sabbeln aber auch einen Kram. Meine Güte, ey. Oh, mein Adler ist gerade gekommen. Ja. Gut, dann wollen wir mal gucken. Ich weiß nicht, warum die immer so lange miteinander sabbeln irgendwie. Das habe ich immer noch nicht ganz verstanden. Ein Freund von mir wird vermisst. Matcher, ich würde nicht fragen, aber seine Familie braucht ihn. Bitte finde heraus, wo er ist. Das ist unfassbar. Rades Freunde sind fast täglich, werden die irgendwie verschleppt, sind verschwunden. Das ist unfassbar. Ich weiß nicht, warum seine Freunde ständig auf dem Abstellgleis stehen. Naja, aber wie täglich, oder fast täglich, suche ich die mal. Oder ich muss irgendwie Handelswaren suchen, also die Daily Quest nicht wirklich abwechslungsreich, muss man sagen. Aber gibt natürlich immer gute Items. Deswegen mach ich's mal. Wobei ich zuletzt eigentlich relativ enttäuscht war. Es gab eigentlich nicht so tolle Items. Hallo. Sorry. Wenn wir Richtung Bett erfolgreichen Stream können, fangen die große Hosen schnell. Die Freude im Herzen gleich. Eieiei, vielen Dank. Ja. Auspacken, schütteln und glücklich sein. So sieht's aus. Herrlich. Ja, aber vielen Dank nochmal für den Hoss und dann bis zum nächsten Mal. Gut. Gibst du, deine Mami schaut nicht nur zu, kocht derweil auch Grünkohl. Grünkohl war übrigens heute sehr gut. Sondern baut ja auch noch die Cam um. Hast eine tolle Mami. Ja, das habe ich allerdings wirklich. Nee, der Trick ist daran, ich habe zwei Cams. Das ist unfassbar. Zwei Cams. Wer macht sowas, ne? Total. Total aufgedreht, der Typ. Zwei Webcams gleichzeitig. Gut. Need for Speed Caesar, ja. Caesar mittlerweile ja auch Geschichte. Den hat ja Aya umgebracht. Ich fand das auch so komisch am Ende der Story, dass, Achtung, Spoiler. Dass Aya und Bayek anscheinend dann wieder beste Freunde waren oder so. Keine Ahnung. Mensch, ich habe hier ein Büro in Dings aufgemacht. Allein Büro, ne? Ich habe ein Büro aufgemacht. Und jetzt machen wir die Assassinen hier groß oder so. Das. Ach, Mann. Ich meine, wer schreibt die Geschichten bei Ubisoft? Da haben sie doch wahrscheinlich die Praktikanten. Ey, wieder der hat dann wahrscheinlich. Ey, Praktikant! Ja? Ja, hier, schreibt man die Story zu Assassin's Creed Origins. Oh, okay. So ungefähr ist das wahrscheinlich abgelaufen damals. Also, da kann man doch. Mit ein bisschen Fantasie kann man doch eine richtig gute Story darum bauen. Ich meine, das Spiel ist so klasse. Aber die Story finde ich schon wieder. Geht so, ne? Aber ich glaube, ich hatte noch keinen Assassin's Creed, was besonders berühmt war für seine grandiose Geschichte. Ich glaube, hier soll ich nicht reinrennen. Danke, Kamel. Für die Mami. Ich glaube, meine Mutter. Nee, die ist, glaube ich, tatsächlich noch nicht da. So, jetzt muss ich mal hier so querfeld einrennen, weil sonst das Kamel wohl gerade wieder durch so eine gegnerische Basis da durchzimmern. Will es immer noch. Nee, hier haben wir noch die Pyramide. Ich rate mal lieber selber. Ich glaube, das sieht mir jetzt ein bisschen erfolgsversprechend aus. Finde den vermissten Arbeiter. Na. Mitten in der Wüste. Wow. Hallo Thomas. So, und da irgendwo an den Felsen scheint er verschwunden zu sein. So, jetzt wird es auch noch Nacht, das macht es natürlich nicht einfach, ihn jetzt zu suchen. Na gut. Ach, ich Idiot, ich hätte eine Schnellreise machen können. Na toll. Ey, das. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Der scheint hier in der Höhle drin zu sein. Ist da eine Höhle oder was ist da? Was sind die ganzen Wachen? Weil dann werde ich ja nicht kampflos jetzt einmal. Oder liegt er da einfach? Kann man. Das könnte natürlich auch sein, dass er da einfach liegt und gar nicht irgendwie gefangen genommen wurde. Na gut. Missionsziel in der Nähe. Ja, habe ich doch eben gerade schon gemacht. Ist er verschwunden oder was? Praktisch so ein Adler.
So, liegt er jetzt hier rum? Ja, ist wahrscheinlich tot. So, tot feststellen. Von diesem Mann sprach Reda. Er ist tot. Jetzt läuft das Blut erst raus? Okay. Wir haben gerade das Blut daraus. So, jetzt kann ich zu Reda... Das war doch jetzt nicht die gesamte Mission. Bin ich jetzt hier komplett die Wüste lang geritten, damit ich ihm jetzt sagen kann, ja, er ist wirklich tot. Wo muss ich überhaupt hin? Ist er nicht in Memphis auch? Oh, hier haben wir noch einen Kopfgeldjäger. Oh, den Fremden, den können wir gleich mal wegmoxen eigentlich, ne? Bin ich gerade auch hier in der Stadt? Tipp, tipp, tipp. Da müsste ja irgendwo so ein Kamelsymbol sein, oder? Ja. Wo soll ich ihn treffen? Mitten hier auf der Spitze. Und natürlich an einem Berg, den ich noch nicht synchronisiert habe. Gut, aber das wäre natürlich auch eine neue Aufgabe für mich. So, markiere ich mir. Rauf aufs Kamel und dann abfahren. Ja gut, natürlich relativ unspektakulär jetzt die Mission. Kann ich ihm eigentlich nur davon mitteilen, dass er tot ist. Ja. Nein, 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 nein! Kamel! Du willst hier lang. Hyänen? Hyänen. Gut. So. Vorbei an den Pyramiden. Dann sind sie nur so halbwegs gut im Schuss. Wie mein Sub erneut ignoriert wird. Moment. Ich weiß nicht, was jetzt schon wieder hier mit Tippy Stream ist. Tippy Stream zeigt mir tatsächlich nichts an. Der hat mir den Host noch angezeigt. Okay, das wird also Zeit zu wechseln. Die hatten gesagt, sie hätten die Probleme jetzt mittlerweile in den Griff bekommen, weil sie immer DDoS-Attacken hatten. Ich glaube nämlich auch, dass von Raupi ganz viele... Vielleicht kommen die gleich noch. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich kann mal die Session neu starten. Aber ich glaube nicht, dass das helfen wird. Leider mein Anbieter, der hier so ein bisschen Probleme macht. Tut mir leid. Also ich glaube, Raupi hat nämlich seine ganzen neuen Accounts da irgendwie... Seine Account-Armee hat er da verlängert. Wurde leider nicht angezeigt. Aber danke für den Hinweis auf jeden Fall. Dann kriegen die es einfach nicht gebacken dabei, Tippy Stream. Das ist ärgerlich. Also dann vielen Dank auf jeden Fall für die Erneuerung des Abos. Tut mir leid, da stecke ich technisch leider nicht komplett drin. Ich muss dann wahrscheinlich meinen Anbieter mal wechseln. Ja, bei mir läuft alles schier derzeit. Bin ich ebenfalls bei TV. Ja, wie gesagt, also jetzt gerade heute Abend funktioniert es wieder nicht. Also zuletzt dachte ich eigentlich auch, das funktioniert alles. Den Host hat er ja auch angezeigt, den hat er erkannt zum Beispiel. Gott weiß warum. Nee, die habe ich auf jeden Fall eingeschaltet. Also es kann sein, dass sie dann nach und nach gleich wieder reinploppen, aber... Also ich habe tatsächlich irre Probleme damit. Ja, das ist echt ärgerlich. Oh, Leute, okay. Weiß ich nicht, ob das an der Uhrzeit liegt. Das kann natürlich auch sein. Also sind, soweit ich das jetzt sehe, sind 4 neue Subscriber dazu gekommen jetzt. Und es wird nicht angezeigt. Dann muss ich wahrscheinlich wieder zu Streamlabs mal wieder wechseln. Thomas hat wieder Salz. Oh. Wen haben wir denn da? Muss mal gucken. Stärke 40. Den kann ich nicht angreifen, der ist zu stark. Oh nö. Oh, was haben die denn? Achso, das ist ein Lagerfeuer. Shit. Oh, Mist. Ja, an dem muss ich leider... Ich glaube, Level 40 ist einfach zu stark irgendwie. Der wäre wahrscheinlich sogar, wenn er auf meinem Level ist, noch immer zu stark. Ja, muss ich keinen Umweg. Der wird mich sonst, glaube ich, aus dem Leben kicken, glaube ich. Wollen wir natürlich auch nicht. So, muss man hier irgendwie mitten durch die Pampa hier durch. Hol ich mir erstmal den Turm, da habe ich schon mal ein Schnellreiseziel da und kann danach dann zur Rade gehen. Die einsame Wüste. So, absteigen, please. Aber Marco, ich kenne dir auf jeden Fall noch, wenn du noch so viel Zeit hast, auf meiner Facebook-Seite auf, der Seite zum Stream. Da musst du dir unbedingt mal die Bewertung von Dubski reinziehen. Das ist ein Traum. Das ist deutsche, also höchste deutsche Schreibkunst auf jeden Fall.
Habe ich herzlich gelacht gestern. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. So. Da oben an den Punkt muss ich ja mal ran. Ja, hast ja kein Facebook mehr. Ich weiß nicht, ob man das auch. Kann man das auch ohne angucken? Ich weiß das nicht genau. Dabski Beste. Und wenn du es dir bisher noch nicht angeguckt hast, auch das Archiv von ihm, das ist auch der Oberknaller. Ja, schon. Allein schon wegen der Kategorien habe ich schon Tränen gelacht. So. Ja, machen wir den Berg hoch. Das ist das Gute an Origins, man kann wirklich in jeder Fassade eigentlich hoch. Sobald sie irgendwie so ein paar. Also sobald sie erklimmbar ist, wenn sie jetzt eine glatte Oberfläche, wird wohl auch nichts. Oh, neuer Hund entdeckt. Volk von Reh. Ja, den steinigsten Weg. Bitte nicht. Kommt der irgendwie rüber? Bitte nicht. Warum ist denn jetzt hier so eine mega Kluft dazwischen? Och nö. Ups. Aufpassen, aufpassen. Aufpassen. So. Ja, so sieht gut aus. Sehr schön. Ah, ärgerlich, dass hier nochmal so eine Kluft zwischen ist. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. So, dann muss ich da jemanden umhauen klettern. Von hinten, das sieht so ein bisschen steil aus. Na gut. Ah, jetzt will er hier nicht hoch. So, das sieht ja schon besser aus. Ne? Gut. Hinten in der letzten Kategorie. Achso, stimmt, da war das auch noch drin. So, dann können wir hier den Aussichtspunkt auch nochmal synchronisieren. Eieiei, sieht auch schick aus hier mit den Pyramiden. Ich weiß gar nicht, ob das bei Tag noch besser aussehen würde. Probieren wir doch mal aus. Huch, ah, sorry. Schnell meditieren. So, ich finde, bei Tag sieht das noch ein bisschen beeindruckender aus, ne? So viel Zeit muss sein. So, damit habe ich mir einen neuen Punkt gesichert. Ich hoffe, dass. Oh, was haben wir denn da? Oh. So, liegt hier einfach mal so rum. Sehr gut. Jetzt habe ich aber keinen Punkt hier irgendwie. Oh, scheiße. Oh, verdammt. Jeder normale Mensch würde da jetzt runterspringen. Jeder normale Mensch. Und mitten bei den Gegnern ins Lager? Nee, okay, gut, tun wir nicht. Das sind die Rebellen hier, okay. Ich mache mir Sorgen um die Kinder. Estella ist für gewöhnlich nicht so lange fort. Sie kann auf sich aufpassen. Und sie wird Hetano unversehrt zurückbringen. Genauso wie immer. Natürlich. Aber denkt sie auch daran, selbst unversehrt zurückzukehren. Ich mache mir mehr Sorgen, dass die... So, dann bin ich mal zu Rade. Kratos ist gefallen. Endlich. Der K. meines Vaters findet Frieden. Uns nicht in Ruhe. Langer Weg liegt vor uns. Schild des Antigonos. Na. Ein falscher Pharao ist kein wahrer Herrscher. Also ich glaube, die ganzen Sachen, die wir jetzt... Ist das Einzige, was hör doch mal auf zu reden hier. Alle brüllen sich hier rum. Also ich glaube, der verschafft mir nicht mehr die geilsten Items. Also damals immer legendäre Sachen von ihm bekommen. Mittlerweile kriege ich nur lila Sachen von ihm. Das ist ein bisschen ärgerlich, muss ich sagen. Gut. Jo, dann. Also, wir können gerne sagen, auch was ich jetzt als nächstes machen soll. Es gibt so viel noch zu entdecken. Soll ich jetzt erstmal ein paar Türme hier jagen? Soll ich hier den Einkauf. Das war der 40er. Ja, den lasse ich erstmal zufrieden. Wir können den hier mal wegmachen. Der ist nicht so stark. Da habe ich den mir auch schon mal weg. Was habe ich denn hier? Ein Assassin-Büro der Verborgenen. Ui, ich habe jetzt hier Assassin-Symbol. Büro habe ich. Ui. So, haben wir hier einen Schnellreisepunkt? Hier haben wir. Ich weiß gar nicht, was näher ist. Der hier wahrscheinlich, ne? Dann wollen wir mal den Fremden wegmachen. Das ist schon mal wieder ein Kopfgeldjäger weniger. Ein neues Wüstenschiff wollen wir kaufen. Hatte ich nicht gerade erst mein ganzes Geld ausgegeben? Glaube ich. Ich habe doch die ganzen
Kohlenstoffkristalle geholt. Aber man kann eins gewinnen. Man kann beim Wagenrennen kann man auf jeden Fall ein legendäres Pferd gewinnen. Soll ich jetzt hier einfach reinspringen? Ich markiere mal, glaube ich, erstmal den Kollegen hier hin. Der weiß noch nichts von seinem Glück, dass er gleich Geschichte sein wird. Ich weiß dann auch nicht, wie viele Kopfgeldjäger dann noch folgen. Also dann müsst ihr eigentlich schon so ziemlich alle weggemacht haben. Die folgen mich ja mittlerweile schon länger. So, da hinten ist er. Da kommt die Warnung bei 100 Metern, glaube ich, kommt immer die Warnung, dass ein Kopfgeldjäger in der Nähe ist. Yep. Normalerweise ist das immer der Grund, wegzurennen, aber mittlerweile bin ich Level 37 und lache nur noch darüber. Es sei denn, der ist Level 40, dann habe ich Angst. Aber wie gesagt, der ist. Der sollte machbar sein. Insofern ich jetzt. Mitchell! Du wirst erlegt, du Schelm! Haut er ab, oder? Ich zieh dir die Haut ab. Das glaube ich nicht. Brennt. Also ich kriege ja fast mit Pfeil und Bogen hier schon weg. Wenn ich jetzt zweimal mit meinem Schwert draufschlag. Oh, der kommt, macht aber auch gut mit dem. Oh, der hält sein Schild aber echt gut. Der hat eine gute Defensive hier. Na gut. Also wir sehen auf jeden Fall Kopfgeldjäger halten ganz schön was aus. Das ist nicht ein normaler Level 27 Gegner. Der brennt die ganze Zeit. Aber gegen Pfeile scheint er nicht so stark zu sein. Ihr kriegt ja einen Headshot nach dem anderen. Frisst auch ganz schön viele Pfeile. Oh, Headshot. So. Und schon ist der fremde Geschichte. Lassen wir eben nur abbrennen. Drei Pfeile rausziehen, tot bestätigen. Und damit. So wie der erste. Wie viele Phylakes haben solche? Questgegenstand. Ich habe einen Schlüssel bekommen. Uf. Hey, Kamelbox erstmal die Leute hier um. Zivilisten. Oh Mann, dieses Kamel. So. Gut, dann haben wir den jetzt auch schon mal umgemurkst. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie viele jetzt noch da folgen. Ich habe auch noch diese Level 40 Prüfung der Sobek, ne? Das ist diese Wochenquest. Das wäre natürlich auch noch so ein schickes Highlight für mich, ne? Könnt hier die zwei Türme nochmal mit. Aber wir wollen ja ein neues. Ich glaube, ich habe nicht genug Geld für ein neues Wüstenschiff. Das ist das Problem. Dazu müsste ich jetzt ganz viele Wagenrennen machen. Türme. Bin ich schon ganz gut davor. Und wo ist mein Geld? Ausrüstung. Ich habe auch irgendwo eine Anzeige, wie viel Geld ich habe. Inventar wahrscheinlich, ne? Na, ich habe zu wenig Geld, um mir jetzt irgendwie tatsächlich was zu holen. Müsste erst eins gewinnen. Wo kriegt man das? Ich glaube nämlich in der. Im Hippodrom. Kann man diese Rennen machen und bekommt dann tatsächlich ein neues Reittier geschenkt. Sorry. Könnte man ja vielleicht mal machen. Mal gucken. Das Hippodrom war irgendwo bei Alexandria. Oh, hier, ne? Genau. Können wir noch mal die einen oder anderen Turm mitnehmen. Dann sind die. Ich nehme mal die beiden Türme mit, dann reite ich hier weiter. Oder mache eine Schnellreise zum Hippodrom. So. Damit ich bei den Türmen auch schon mal vorankomme. Ich möchte gerne noch alle Türme möchte ich gerne haben. Ich möchte, ich denke mal noch die eine oder andere Quest machen. Ich weiß nicht, ob ich alle Wagenrennen gewinnen werde. Das soll ganz schön knackig sein. Oh, das war. Wo will ich hin? Wo will ich hin? Wo will ich hin? Da. Genau in die andere Richtung. Ja, runter, runter, runter. Körper.
ist auch so hübsch, ne? Wie die Strahlen hier ins Wasser reindringen von der Sonne. Ein Traum. So, raus. Kamel kommt. So ein kleiner Hund, ne? Kommt sogar ins Zuge ran. Herrlich. So, ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt überall durchkomme oder ob ich jetzt hier. Nein, wahrscheinlich nicht, ne? Was macht das Kamel jetzt? Oder brauche ich ein Boot dafür? Ich glaube, ich nehme mal lieber ein Boot, weil ich glaube, das Ganze liegt im Wasser irgendwie. Mal Gas geben. Schnell hier über den Nil schippern. Kohlenstoffkristalle brauche ich auch noch, um alle Sachen zumindest auf legendär zu spielen. Auch noch so ein Ziel, was ich in dem Spiel habe, wo ich wahrscheinlich auch noch viele Stunden verbringen werde. Sieht das nicht schick aus, aber ganz ehrlich, wie sich diese Sonne da drauf spiegelt, wie sich das Licht bricht. Hier hinten, glaube ich, war auch so ein ziemliches Krokodilgebiet. Aber ich glaube, mit Rohstoffen bin ich mittlerweile durch. Und das hoffe ich. So. Kaputt. So. Dann machen wir hier über die Insel reiten. Richtig schön tropisch sieht das hier aus. Da ist auch der Aussichtspunkt. Ist das so eine alte Mühle oder was soll das sein? RIP. Aber besser war noch, als ich das Schiff einmal geschrottet hatte. Als ich irgendjemanden soll ich das Boot wieder zurückbringen und möglichst heil. So. Ich auch mich schon gefreut, dann bin ich irgendwie irgendwo drunter durchgefahren. Ich habe es gar nicht wirklich registriert. Ich dachte, ich bin gleich am Ziel. Oh, haben wir hier noch einen Schatz. Oh, haben wir noch einen Jagdbogen drin. So, und dann synchronisieren wir das Ganze mal. So, nächster Traum ist genommen. Dann nehme ich noch... Jetzt muss ich gerade auf die Karte gucken. Hier den oberen Bereich habe ich schon mal so weit erkundet. Hier sehen wir auch schon irgendwie so eine Grenze. Anscheinend geht es, da hört die Spielwelt auf. Dann möchte ich gerne noch den Turm und dann geht's zurück zum Hippodrom. Ich frage mich immer noch, welcher Bauer in Assassin's Creed immer Heuwagen unter irgendwelche markanten Stellen stellt. Maumann hatte auch, glaube ich, war es Maumann? Ich glaube, Maumann hat mal gesagt, irgendwie, was würde eigentlich ein Assassino ohne diese Heuhaufen machen? Die ganzen Römer und so weiter hätten ein leichtes Spiel, wenn sie die Heuhaufen weg wären. Das hat er nicht ganz unrecht mit. So, jetzt muss ich mal gucken. Jetzt muss ich erstmal hier rausfahren. Oder hinten die ganzen großen Galeeren. Ich hoffe, ich komme da durch. Nicht so, dass ich gleich strande oder so. Ja, sieht gut aus. Da muss ich mal gucken, wie fahre ich denn jetzt am besten? Ich fahre jetzt hier raus. Oh, das sieht gut aus. Wenn wir mal links fahren. Ist ja okay.